Ist das nicht schön? Ja. Stimmt was nicht? Ich muss dir etwas Wichtiges sagen. Was denn? Weißt du, die Art, wie ich rede. Ich meine diesen Akzent. Aha. Habe ich... In Wahrheit überhaupt nicht. Er ist bloß schon. Ich tue das natürlich nicht aus Quatsch. Der Grund dafür ist, dass meine normale Diego-Stimme ungefähr... sich ungefähr so anhört. Wow, bin ich froh, dass das raus ist. Du liebst mich doch immer noch, oder? Oder, Liebling? Sag doch, dass du mich immer noch liebst, du kleine Puschelschnute. Diego, Diego! Was ist? Sag, Fischers Fritz fischt frische Fische. Fischers Fritze fischt frische Fische. Oh, roll away, everything that's tripping up your life, you're not. Keine Senfgläser, keine angeschlagenen Teller, Messer und Gabeln. Wenn der Wäscheständer draußen nicht wäre, würde ich sagen, du hast Klasse. Ja, weißt du, die Professorenstelle wäre wahnsinnig wichtig für Diego. Und deswegen haue ich eben ein bisschen auf den Putz, verstehst du? Ja. Carrie, gibst du mir den Karton mit dem Chardonnay? Okay. Weiß er schon, ob es geklappt hat? Kann sein, der Leiter seines Fachbereichs wollte ihn heute Nachmittag sprechen. Am Telefon sagte er ihm schon was von guten Neuigkeiten. Schön. Hey, Mom. Ja? Was gibt's zu futtern? Nun, Sir, die Vorspeise ist Endiviensalat mit Oliven- und Zitronendressing, gefolgt von Boeuf Stroganoff und gedünsteten Spargelspitzen mit Sauce Hollandaise. Nein, ernsthaft? Ernsthaft steht heute der Pizzawagen vor Gabes Haus. Und ich dachte schon. Hi, Diego. Hi, John. Hi, Liebling. In meinem ganzen Leben bin ich noch nicht derart beleidigt worden. Bist du etwa nackt rumgelaufen? Was ist passiert? Nicht nur, dass ich die Stelle nicht kriege, sie treiben es noch viel schlimmer. Sie importieren irgendeinen verfluchten Gastprofessor. Ja, ein super angesagtes Genie aus dem Kunstmekka London. Und jetzt wird's lustig. Er soll einen Platz in meinem Studio bekommen. Dann sag doch deinem Boss, dass er sich gebückt legen soll. Dann verliere ich den Job und muss das Land verlassen. Toll. Also ehrlich, das ist doch... Zum Kotzen! Gebückt legen, zum Kotzen. Ich lerne gerade so viele schöne Worte. Ich will hier nicht weg. Und was willst du jetzt tun? Ja, was soll ich denn tun? Ich habe doch keine Wahl. Ich muss das Stinktier schlucken. Das wird sich alles wieder einrenken, Schatz. Schneid doch mal den Wein auf. Meine Güte. Das ist ja ätzend. Linda, das sind Personalakten. Die sind streng vertraulich. Ja, und ich weiß auch wieso. Guck dir Kurts Einstellungsfoto an. Das ist doch Jimi Hendrix. Hey, das ist ja die Höhe. Der Pfleger vor mir hat $150 mehr pro Woche verdient. Ah, guck genau hin, dann siehst du auch wieso. Verdient man mehr, wenn man extremen Überbiss hat? Nein, aber wenn man ein Kerl ist. Männer kriegen immer mehr Geld für dieselbe Arbeit. Lass dir das nicht gefallen. Geh rüber zu Kurt und sag ihm, dass du dich weigerst, weiterhin ein Opfer des Uterus-Terrors zu sein. Komm, du hast recht. Hm? Niemand legt sich mit meinem Uterus an. Darf ich mal stören? Kollegen, hey, ich habe eine Frage. Worin besteht der Unterschied zwischen mir und einem Mann? Die Schwesternausbildung muss dringend verbessert werden. Fakt ist, der vorige Pfleger hat mehr verdient als ich und ich will wissen, warum. Das ist ungeheuerlich. Kurt, wieso hat der Typ mehr Geld bekommen als Jesse? Er war es wert. Okay, noch Fragen? Einen Augenblick. Heißt das, er ist es wert, weil er ein Mann ist? Sie geben es also zu, wenn ich da unten einen
Piepmatz hätte? Würden Sie meine Arbeit besser honorieren? Hinge von der Größe ab. Hören Sie, ich arbeite genauso viel wie der Kollege hier. Und ich finde es unfair, dass er... Er war Phlebotomiker. Oh, diese Typen habe ich so richtig gefressen. Und wisst ihr was? Wenn ich einen von denen treffe, schleife ich ihn durch die Stadt und tunke ihn so lange in den See, bis ihm die Sauereien vergehen. Ein Phlebotomiker ist jemand, der Blut abnehmen darf. Oh. Ich habe gedacht, das wäre was anderes. Tja, der gute alte Nick, ein toller Phlebotomiker. Ein Traum von Phlebotomiker. Meine gute Schule. Sie haben ihn ausgebildet? Das können Sie? Ich kann alles, ich bin genial. Dann bringen Sie es mir auch bei, Sie Genie. Was springt dabei raus? Das gute Gefühl, jemandem zu helfen. Sehr witzig. Was bieten Sie mir? Ich weiß nicht, was hat Nick denn gezahlt? Er hat versprochen, mich nicht mehr anzulächeln. Okay, ich habe eine Idee. Ich komme morgens früher. Ist nicht nötig. Ich backe Ihnen Muffins. Ich hasse Ihr Essen. Na schön, wenn Sie mich ausbilden, dann verspreche ich Ihnen niemals wieder, über meine Krämpfe zu jammern, wenn ich meine Tage kriege. Morgen fangen wir an. Hallo. Oh, hi. Du teilst also mein Atelier mit mir. Diego Vasquez. Wie nett, dich kennenzulernen. Ich bin Dawson. Dawson? Hm? Nur Dawson. Ein bisschen faul, deine Eltern, nicht? Ist das von dir? Ja, ja, genauer gesagt ist es aber noch nicht hundertprozentig fertig. Ach ja. Was ist das da rechts? Sowas wie eine Regenrinne? Nein, keine Regenrinne. Das ist abstrakt. Abstrakte Regenrinne. Nein, 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 das ist keine Regenrinne. Könnte aber sein. Ach, übrigens, ich habe mir ein paar Pinsel von dir genommen. Ehrlich gesagt, mag ich das. Wer ist denn dieser scharfe kleine Schnuppelhase? Das ist meine Freundin. Erzähl keinen Scheiß. Komisch, genau dasselbe wollte ich dir eben sagen. Okay, warten Sie hier, ich muss Ihnen noch etwas Blut abnehmen. Blut? Oh oh, wofür wollen Sie das? Das wird routinemäßig bei jedem Check untersucht. Hey, nur mal theoretisch angenommen, wenn ich heute Morgen aus Versehen Bier über meine Cornflakes gekippt hätte, würde das Ergebnis beeinflussen? Ihr Vater war doch der Stifter der Uni-Bibliothek. Hier ist eine Bibliothek? Hey. Hi. Was wird das? Ich übe ein bisschen Blut abnehmen. Kurt sagt, man bekommt so ein Gefühl dafür. Hm. Na, wer sagt's denn? Orangensaft. Oh, gib mal her. Tut mir leid, Sir, aber Sie haben einen Knoten in Ihrem Fruchtfleisch. Und der muss raus. Hallo, Schatz. Schon wieder da? Ja, ich brauche nur eine Dawson-Pause. Was hat er jetzt getan? Ich will nicht darüber sprechen. Ich will nur hier sitzen und in Ruhe die Mademoiselle lesen. Diego, du kannst nicht immer hierher flüchten. Wo soll das enden? Willst du ihm das ganze Semester ausweichen? Ausweichen? Adonde ausweiche, dado mi amiga? Hast du dir schon mal zugehört? Dieser Idiot, der sich Dawson nennt, der treibt mich noch in die Klapsmühle. Er meint, das Studio würde ihm gehören. Du willst also einfach aufgeben. Du willst den ganzen Tag hier drin hocken und Modezeitschriften lesen. Weißt du, was er jetzt gerade macht? Er schläft tief und fest. Und zwar auf dem Boden. Na dann ist er wenigstens ruhig. Und er ist vollkommen nackt. Oh nein. Und er schläft auf dem Rücken. Hat er was geträumt? Jesse. Ich nehme den Patienten da drüben jetzt Blut ab, falls Sie zugucken wollen. Oh, Moment mal. Darf ich es tun? Nein, ich nein, möchte nein, es so gern. Nein, das schaffen Sie noch nicht. Doch, ich schaffe es. Kommen Sie, Sie sind doch dabei. Ich habe genug vom Obst. Ich will endlich mal in einen Menschen stechen. Er ist perfekt für den Einstieg. Oh, fantastisch. Danke, danke, danke. Okay, ich werde den Kleinen zur Ader lassen. Wollt ihr zugucken? Ich hole ein Fotoapparat. Okay.
danke. Mann, das war nur ein Bier, da müssen Sie doch keine Verstärkung holen. Hör zu, ich nehm dir jetzt etwas Blut ab, okay? Und ich möchte, dass du eins weißt. Du wirst immer mein Erster sein. Du, das ist cool. Öffnen und schließen Sie die Faust. Oh, guckt euch diese Vene an. Ein echtes Prachtstück. So hübsch und blau. Warte, ich mache ein Vorherfoto. Oh, schön. Und bitte mal lächeln, Freunde. Patrick, jetzt wird es gleich etwas pieksen, okay? Also dann, ganz vorsichtig führen wir die Nadel an den Arm. So. Die Vene ist genau da. Ja, ich weiß, ich kann sie sehen.